Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im E-Test 2 unterwegs im Multiplayer auf Simulation 1. Und ja, wir fahren heute von Edinburgh nach Newcastle. Wir haben heute 5 Tonnen geladen und zwar medizinische Impfstoffe. Und ja, da fahren wir jetzt los. Wir haben heute ja knappe 200 Kilometer vor uns. Und ja, da fahren wir jetzt los. Ja, wieder in England sind wir unterwegs. Deswegen fahren wir wieder auf der linken Seite. Und ja, heute haben wir eigentlich nur Autobahn vor uns. Und ja, wie gesagt, knappe 200 Kilometer. Und ja, da schauen wir jetzt einfach mal. Genau, jetzt langsam fahren wir auch wieder Richtung Deutschland. Also wir fahren jetzt wahrscheinlich noch links halten, dann links ja, Newcastle. Und dann vielleicht fahren wir dann das nächste Mal sogar mit der Fähre rüber. Oder ich fahre privat dann noch ein bisschen rum und fahre dann nach Deutschland schon rüber. Das muss ich mal schauen. Genau, aber jetzt, wie gesagt, fahren wir erstmal nach Newcastle auf die Autobahn jetzt erstmal. Und ja, jetzt dürfen wir auch hier wieder 97 km/h fahren. Und dann sollten wir eigentlich auch relativ schnell dort sein. Genau, ja, heute ist Samstag schon wieder. Die Hälfte vom Wochenende haben wir schon wieder rum oder ist schon wieder rum. Vergeht auch immer viel zu schnell. Und ja, Neuigkeiten von ETS und von alles gibt es jetzt so eigentlich keine. Da ist alles beim Alten geblieben. Jetzt übers Wochenende soll es ja wieder ein bisschen kälter werden, ein bisschen kühler werden. Ja, wobei die letzten Tage sind ja schon, finde ich, viel zu warm waren. So warm bräuchte es jetzt auch nicht. Deswegen, oder zum Glück wird es jetzt dann übers Wochenende ein bisschen kühler oder Sonntag vor allem. Genau. Und ja, sonst gibt es eigentlich auch nicht viel Neues. Außer dass ich ja jetzt nächste Woche noch ganz normal arbeite und dann übernächste und übernächste Woche. Also 2 Wochen dann praktisch ja, Urlaub habe. Da werde ich wahrscheinlich auch die Videos vorproduzieren, so dass ich das dann eben, wenn ich Urlaub habe, einfach ja gar nichts machen muss, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Okay, hier hört die Autobahn sogar auf. Jetzt dachte ich, die ganze Zeit haben wir heute Autobahn, aber hier hört die Autobahn auf. Ja, genau, so dass ich das dann halt im Urlaub wirklich nichts, keine Videos aufnehmen muss und so weiter. Deswegen werde ich da ja nächste Woche wahrscheinlich dann mal ein paar Videos vorproduzieren für eben die 2 Wochen, wo ich dann nicht da bin. Also nächste Woche noch ganz normal, aber dann die 2 Wochen drauf, also nächste Woche noch normal, übernächste und übernächste Woche habe ich dann Urlaub. Das ist die geht bis September. Also vom, ich schaue schnell nach, vom 26. August bis zum 6. September habe ich Urlaub, also die 2 Wochen. Da werde ich die Videos vorproduzieren, dass ich einfach halt da nicht wirklich was machen muss und dass ihr trotzdem Videos bekommt, also ihr bekommt Videos ganz normal, nur dass sie halt nicht so aktuell wie sonst immer sind, sondern halt 2 Wochen dazwischen sind, wo ich halt vorher aufgenommen habe, so ungefähr. Aber ich werde die Videos dann auch immer noch dazu sagen, welche Videos jetzt aktuell sind und welche dann vorproduziert worden sind. Genau. So, jetzt, ich weiß gar nicht, das ist jetzt dann gar keine Autobahn mehr anscheinend. Also so wie es ausschaut, fahren wir heute dann gar keine Autobahn mehr. Ich dachte eigentlich, wir fahren heute hoppala, nur Autobahn. Wobei, ja, das ist alles A. Das ist alles A. A68 zum Beispiel hier oder A720 sind wir ja gerade gefahren und jetzt A68 und das ist komischerweise keine Autobahn mehr. Ich weiß jetzt nicht ganz, also ich weiß jetzt nicht, hoppala, da kommen wir. Nee, da kommen die an, ne? Ne, ich weiß jetzt nicht, wie es in England ist mit den Bezeichnungen.
Aber anscheinend das A hat nichts zu sagen, ob das Autobahn ist oder nicht. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen, was es, was da der Unterschied ist. In Deutschland ist es ja so, A ist Autobahn und Landstraße ist B, oder? Täusche ich mich jetzt gerade? Nein, ich sehe schon gar nicht mehr. Schauen wir mal schnell auf die Karte. Na gut, hier, hier sehen wir nicht viel. Ne, A ist auf jeden Fall in Deutschland Autobahn. Und deswegen hätte ich jetzt gemeint, in England vielleicht auch so, aber anscheinend ist es in England nicht so. Weiß nicht, nach welchem Prinzip das in England läuft. Ja gut, jetzt haben wir die Landstraße, dürfen wir ja hier trotzdem 80 fahren. Ist ja trotzdem noch sehr schnell. Und dann passt es ja trotzdem auch. So, und ja, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und Like das, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen um 16 Uhr. So, jetzt räumen wir gerade schon wieder schnell. Jetzt gleich wird er anzeigen, dass wir auf Reserve fahren, weil langsam sollten wir doch mal tanken. Irgendwann so. Aber gut. Reicht aktuell noch. Hier ist anscheinend auch ein Flughafen. Weil hier ein Flugzeug startet. Aber nein. Da ist eine Baustelle. Und da irgendwo in der Nähe sollte dann ein Flughafen sein, wenn da das Flugzeug gestartet ist. Keine Ahnung wo, aber okay. Jetzt haben wir noch 73 Kilometer, also sind wir eigentlich auch gleich schon wieder da. Jetzt ein paar LKWs kommen trotzdem entgegen, aber jetzt dann kommen wir schon wieder nach Deutschland, da ist dann wieder deutlich mehr los. Dann ist ein bisschen Action wieder. Ne, tanken wir hier nicht. Danke ich dann. Ja, bis zum nächsten Video, denke ich mal, tanke ich mal, oder übernächstes Video. Irgendwann tanke ich schon. Wenn er leer ist, dann tanken wir. Und jetzt da vorne, wenn sie mich jetzt nicht täuscht, fängt es dann wieder mit einer Autobahn an. Ja, das ist, schaut mir wieder eine, wie eine Autobahn. Ja, ist eine Autobahn. Ist jetzt komischerweise wieder eine Autobahn. Also das System checke ich immer noch nicht, aber gut, hier ist eine Autobahn, deswegen fahren wir jetzt wieder 97 km/h. Und dann, ja, sind wir jetzt auch gleich, wie gesagt, schon wieder da. 53 Kilometer haben wir jetzt noch, die, das restliche, denke ich mal, ist jetzt eine Autobahn oder auch nicht, ich weiß es nicht. Genau, aber sind wir auf jeden Fall gleich dann schon wieder da. Fahren wir noch ein bisschen in meiner schönen Außenansicht. Ja, noch ein bisschen weiter weg würde ich die Aussicht machen. Eieiei, was ist da jetzt los? Warum ist sie so weit weg? Warum ist sie so weit weg? Ich sehe hier gar nichts. Ah, da startet ein Flugzeug wieder. Eieiei, warum ist die Ansicht noch so, keine Ahnung, 10 Kilometer weg vom LKW? Kann mir das mal wer sagen? Ist auch immer unterschiedlich die Ansicht. Teilweise ist gut, dass man noch gut lenken kann. Gut den LKW steuern kann, aber jetzt kannst du zum Beispiel wieder, ja, 5 Kilometer weg. Gut, so geht es eigentlich schon. Ja gut, unter der Brücke geht es wieder nicht. Da sehen wir nicht so viel. Aber hier geht es zum Beispiel wieder. Irgendwie, so halb. Oh, niedriger Tankfüllstand. Okay. Gut, müssen wir irgendwann jetzt demnächst tanken. Eine Tour schaffen wir auf jeden Fall noch. Fahrt links. Wahrscheinlich eher sogar noch zwei. Mal schauen. So, jetzt hier auf jeden Fall von der Autobahn runter und jetzt ist es Landstraße wieder. Weil jetzt geht es nach Newcastle rein. Der LKW vor uns fährt auch dorthin. Anscheinend. Wobei er irgendwie langsamer fährt. Den überholen wir jetzt gleich mal. Ja. Fährt zwar. Ja, was ist denn mit dem jetzt? Ja. Fahren kann er auch nicht. Da muss ich bremsen, weil sonst wäre er voll reingefahren. Weiß nicht, hat er keine Spiegel oder sonst was.
fahren wir jetzt halt links rüber. Ja, jetzt fährt er auch wieder links rüber. Was ist denn mit dem? Wollt ihr nicht, dass wir überholen oder was? Eieieiei. Gut, hier sind 48. Wir lassen uns. Ja. 48 fahren wir hier jetzt noch nicht. Das ist auch, glaube ich, aktuell bloß wegen der Baustelle, oder? Oder weil jetzt sind wir in der Stadt. Jetzt können wir uns reinrollen lassen noch. Und dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Auf jeden Fall mal geradeaus immer drüber. Über die Kreisverkehre. Oder ein Kreisverkehr, glaube ich, ist das. Am Kreisverkehr. Ich weiß auch nicht, warum der vor uns jetzt auf der rechten Seite fährt. Weil das ist eigentlich die Überholspur. Nimm diese Ausfahrt. Sozusagen. Aber ja gut. Ja, links halten, genau, fahr lieber weg. Genau, ist besser so. Lass sie jetzt links abbiegen. Biege nach links. Ja, okay. Und dann hier einmal rein. Wir sind heile angekommen. Dann parken wir noch ein und dann war es jetzt auch schon wieder. So, irgendwie da noch einparken. Ja, so soll's gehen. So, rückwärts und dann passt es doch. Ah, so wird's nicht gehen. Ah, so kann's gehen. Ja, dann will ich auch schon wieder sagen, was ist jetzt mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann ja am Montag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein ja, alles 22 Video. Euch noch ein schönes restliches Wochenende. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.